Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Next Part. Und dann wollen wir mal auf die Ebene der Verzweiflung und den Eventen da mal befreien. Ja, jetzt müssen wir nur noch finden. Das ist jetzt blöde. Ich weiß auch nicht, in welches Vieh er da verbannt wurde. Ist mir auch noch ein Rätsel, aber ich tausche mal hier ein paar Tränke aus. So. Und dann suchen wir das Vieh doch einfach mal. Toilette. Haben wir da schon einen Besessenen. Ein besessener Ritter, der verdammt ist. Nicht besonders starker Gegner. Zu nehmen. Ein Traurig rein. Weg. Ja, die machen ordentlich Feuerschaden, hab ich das Gefühl. Was haben wir denn da? Feuerwehrstand. Erledigt. Also aber auch keine Chance. Trotzdem, dass meine Skelettkrieger doch noch ordentlich was machen. Meine Skelettkrieger machen da irgendwelche komischen Türen. Die Dinger da kalt. Fangen Wehen. Warum auch immer. Wegen geht ja keine Gefahr aus. Eieieiei. Und da muss man echt umschließen, dass die hier nicht. Dass die so dermaßen viel aushalten. Wahnsinn. Klasse Gegenstand zum Golem bauen habe ich auch gerade nicht. Ah, Deutsch, wunderbar. Wo ist denn dieser Verbannte? Da bleibt jetzt schon wieder woanders hin. Ja, in die Stadt der Verdammten. Ein Juwel, Lebenspunkte und ehrlich habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht so weit, dass das vielleicht ein bisschen gerade hochangesiedelt ist. Diese Kreatur. Naja, die Ebenen sind noch riesig. Könnte noch durchaus wieder etwas sein. Ich bin immer mal denkt, dass hier ist nur ein kleiner Teil der. Der. Nicht Hölle. Genug Mana. Schon wieder. Einzeln haben sie ja auch relativ wenig Chance. Was war denn dein Gruppenverband? Da war es schon sagenhaft. Da sind auch nicht welche. Ah, wo ist dann der komische. Ah, da ist er ja. Visual. Ich sehe ihn nicht gescheit. Okay, er ist ein dieser. Ähnlich aussehen, wie die Fürsten Dämonen gefallen. Wieso war ich natürlich. Alter, das ist jede Menge. Vernichten Sie den Dämon, der sich selbst sieht. Erstmal müssen wir hier Dinger zusätzlich bauen. Für uns umhaut. Er ist zwar deutlich verlangsamt, aber er nimmt recht wenig Schaden. Das einfachste hier aufpassen. Um Mana zu basieren. Es gibt zwei Eisenmittel und dann gibt die. Okay, Leute, der Kampf könnte etwas dauern. Das ist ja mal abartig, wie viel Lebenspunkte das Vieh hat.
Schuss vor Diablo. Ich glaube nicht, dass er weniger reicht. Wenn ich sogar einfach mal mehr. Oh. Das wird praktisch zum letzten Endgegner dann wahrscheinlich gewinnen hier. In den Höllenfochten. Jetzt kann man aber nie vorbei. Noch ein Viertel hat er. Das ist auch noch runter. Und ich spreche den da Lichtfinger in die Ohren. Sagenhaft. Na komm schon. Gleich haben wir dich. Noch einer. Yes! Ich kann nicht noch mehr tragen. Sprechen Sie mit Isuals Geist. Wow. Geil. Tyrael war ein Narr, mir zu vertrauen. Ja, ich habe Diablo und seinen Brüdern von den Seelensteinen erzählt und wie man sie zerstört. Ich habe den großen Übeln geholfen, in eure Welt zu entfliehen. Der Plan, den wir vor so langer Zeit begonnen haben, kann von keinem Sterblichen vereitelt werden. Die Hölle selbst wird sich in eure Welt ergießen wie eine Flutwelle aus Blut und Albträumen. Ihr und eure Rasse, ihr seid dem Tod geweiht. Oh, nett. Jesu Tyrael, holen Sie sich Ihre Belohnung. Oh Mann. Isual war schwach. Er vergeudete seine teuflische Macht. Joa, wenn man das so sagen kann. Ich werde dann jetzt gleich mal von Tore die Belohnung holen und dann gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Gebiet. Beziehungsweise ich habe mir überlegt, vielleicht gehen wir auch direkt ins nächste Gebiet und werden uns dort drum kümmern. Die Leichen sind alle weg, what the fuck. Werden uns dort drum kümmern, dass wir dieses Portal finden und uns dann erst drüber portalisieren. War so in etwa halt. Na, erstmal die Bilder da Skelette. Skelettenmagier brauchen wir nochmal. Ey, ich hab umgesitcht. Das hat er mir jetzt versaut. Ah, das Ding. Geht doch. Okay, da war eine unnötige Brücke. Gesetz ab. Sterbt. Name. Ich. Soll ich hier wirklich gucken, dass ich das Portal finde? Ich glaube nicht, dass das gerade so einfach wird. Oh, okay, doch, da haben wir es gerade direkt gefunden. Einwandfrei. Ja, dann sterbt hier immer noch mehr. Einwandfrei. Und Portal gefunden und da geht's zum Flammenfluss. Und genau dort gibt es sogar direkt das nächste. Da hat ja direkt alles mir in die Hände gespielt. Schön. Alles zusammen. Wir gehen erstmal verkaufen und kümmern uns um unsere Tränke. Gegrüßt. Eigentlich Glücksspiel, Handel. Das brauchen wir nicht. Verkaufen kannst du mir vielleicht einen besseren Stab. Möglich vielleicht Knochen. Und Skelette. Nö, sieht nicht danach aus. Schade. Den brauchen wir auch nicht. Der. Ne, auch nicht. Juwel kann auch weg. Auch alles weg. Ha, was cool wäre, wenn man das Ding noch irgendwie verbessern könnte, aber ich glaube es nicht. Gut, dann brauche ich Mana-Tränke. Mast die Menge.
Und bei dem kann man noch reparieren. Gut, dann auf zu Tyria. Danke, dass du Isu als gequälter Seele Frieden gegeben hast. Möge das Licht dich beschützen und mögen die Mächte des Himmels deinen Weg erleuchten. Wenn das stimmt, was du mir erzählst, hat man uns, fürchte ich, lange an der Nase herumgeführt. Isual hat Diablo und seinen Brüdern geholfen, mich dazu zu bringen, die Seelensteine gegen sie zu verwenden. Nun ist die Macht der Steine korrumpiert. Mit der vereinten Macht der Seelensteine können die großen Übel die Welt der Sterblichen in einen Vorposten der Hölle verwandeln. Na, das klingt echt nicht gut. Wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Den verteilen wir auch gleich mal. Welches Level sind wir denn gerade? 26. Mist. Oh, wir haben sogar zwei bekommen. Na gut, ich würde die halt gerne da unten irgendwo reinlegen. Ha. Ein Boni zu Knochenspeer. Hm. Tja, das ist jetzt die Frage. Was nehmen wir? Ich bin überfragt, ganz ehrlich. Ich spare mir sie mal kurz. Es ist an der Zeit, dass ihr den Seelenstein Mephistos zerstört. Bringt den Stein zur Höllenschmiede. Legt ihn dort auf den Amboss und schlagt so fest ihr könnt mit dem Hammer darauf. Nur wenn ihr das tut, könnt ihr Mephisto daran hindern, sich jemals wieder in dieser Welt zu manifestieren. Mhm. Zweite Quest ist also, Mephisto zu killen, in Anführungszeichen. Okay, machen wir das. Auf zur Stadt der Verdammten und... ja, die Höllenschmiede ist dann... Ja, wo ist die Höllenschmiede? Hm. Weiß ich nicht. Bevor ich da jetzt aber runtergehe, machen wir hier im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.